Ahoi, meine lieben Matrosen, ich bin auf jeden Fall, ich sag euch guten Tag. Das war hier letztes Mal ganz, ganz widerlich, liebe Leute. Also wer das nicht gesehen haben sollte, der hat Glück gehabt. Wir gucken jetzt mal hier, wo wir... Oh, hallo, Chicas. Coole Musik und coole Blubberblasen. Lass mal hier gucken. Einst floss so viel Champagner, der direkt von Papua-Guinea importiert wurde, in und über genug Gläser, um einen Mercedes darin zu versenken. Die Finanzkürzungen lassen heute kaum genug Wasser übrig, um die Quelle zu füllen. Okay, was haben wir hier? Lufteinlässe. Ziemlich clever von den Schiffsdesignern. Die Lufteinlässe für die Maschinen als gigantisches Champagnergelage zu tarnen, inklusive Flasche. Das ist auf jeden Fall wahr. Was haben wir hier? Ist das der Auspuff? Das ist auf jeden Fall echt amtlich. Ziemlich clever von den Schiffsdesignern, die Auspuffrohre der Maschinen so zu tarnen, dass sie aussehen wie Auspuffrohre eines Monstertrucks. Yeah. Naja, so clever wohl doch nicht. Naja, aber was haben wir hier für schöne Ladies? Hallo Mädels, mein Name ist Larry, Larry Leffer. Leffer? Das ist ja mal ein komischer kleiner Name. Und ich wette, du bist auch ein komischer kleiner Kerl. Naja, ich schätze schon. Hey, sag mal, kenne ich euch nicht irgendwoher? Oh, wahrscheinlich. Ja, genau. Ihr seid berühmt, nicht wahr? Wir sind die Möpse. Ich heiße Nail Me und das da ist meine Tochter Wydonsha. Sag mal, hast du schon mal unsere Platten gehört? Nein. Entschuldigung, die Leute, das ist nicht. Wir sind die Möpse. Ich heiße Nail Me und Wydonsha. Das hatte ich vergessen. Du blöd. Ach, diese Musik ist wundervoll. Und das sind die Möpse. Darf ich vorstellen? Weil die Leute, die Möpse. Kreuzfahrt, die jetzt da stehen. Pardon, meine Freunde, wir sind die, okay, das könnt ihr euch ja nochmal angucken, ich muss mir das auf jeden Fall nochmal angucken. Also, warum gehen zwei so berühmte Sängerinnen wie ihr auf eine Kreuzfahrt? Also, um ehrlich zu sein, Larry, Ruhm kann auch ganz schön lästig sein. Ja, stimmt. Diese ganzen Tourneen machen uns ganz schön fertig. Ganz zu schweigen von der Tatsache, dass wir uns nicht mehr in der Öffentlichkeit zeigen können, bis Gras über die Sache gewachsen ist. Wydonsha, halt den Mund! Was für eine Sache, dass das fragen wir mal. Erstmal Tochter. Also, Moment mal. Ich hab's jetzt ganz vergessen. Wer von euch war die Mutter und wer die Tochter? Also, Larry, jetzt hör aber auf, du alter Charmeur. Ich bin Wydonshas Mama, das weißt du doch. Natürlich sind wir fast im gleichen Alter. Natürlich. Ich bekam sie zusammen mit meinem ersten Eisprung. Das verstehe ich. Ja, klar. Ich bin 19 und Mama ist seit mindestens 5 Jahren 29. Wydonsha, das ist nicht komisch. Das ist eine interessante Frisur, liebe Leute. Ich habe bemerkt, dass ihr beiden ziemlich große Frisuren tragt. Ja, gefallen sie dir? Ja, ja. Sie sind wirklich verdammt groß. Wie bekommt ihr die so hin? Tja, Larry, das ist eines der kleinen Geheimnisse des Showbusiness. Um sie wirklich hoch hinzubekommen, hänge ich mich am liebsten kopfüber auf. Wydonsha, hör auf! Und damit das Haarspray nicht in den Klamotten klebt, muss man dabei pudelnackt sein. Das genügt, Wydonsha. Genauer gesagt war es sogar schon etwas zu viel. Aber vielen Dank für die Information. Gern geschehen. Das sind die Möpse, das ist das... Ja, was macht ihr? Country oder Western? Wir machen beides. Das waren die Blues Brothers, okay. Was für eine Art Musik singt ihr? Beide Arten. Country und Western. Einen ganzen Arsch voll Country und Western? Wydonsha, Liebling. Wir wollten diese Wörter doch nicht mehr benutzen. Sorry, Mama. Einen Hintern voll. Na bitte. War das denn so schwer? Du kennst bestimmt unseren großen Hit Dichtes Haar und lange Glieder. Kommt mir nicht bekannt vor. Was ist mit Höschen an der Ferse, Schmerz im Herz? Das kennst du doch bestimmt.
Klingt wie ein todsicherer Grammy-Kandidat. Oh, Honey, den hat es auch gewonnen. Wenn wir den gesungen haben, gab es kein einziges trockenes Auge mehr im Publikum. Welche Art Musik hörst du dir denn so an? Disco. Ka-tschunk, ka-tschunk, ka-tschunk. Weißt du, manche sagen ja, das kommt wieder. Ich nicht. Aber ich sage, Disco war überhaupt nie weg vom Fenster. Nie weg, nie weg. Du bist wirklich ein komischer kleiner Kauz. Disco lebt. Anmachen wir ihn. Why don't you oder mail me? Hi, ich heiße Bill Gates. Nein, kann nicht sein. So niedlich bist du nicht. Sie schießt. Tor! Okay. So niedlich? Findest du Bill Gates so niedlich? Naja, ich meine, Show. Hey, what about the show? Die Showband, Blues Brothers Showband und Revue. Ihr beide tretet doch bestimmt auf dem Schiff auf. Erst wollten wir ja nicht. Wir machen hier Urlaub, weißt du? Ja, wir wollten einfach mal abschalten. Dem Druck des Ruhms ausweichen. Aber unser Manager bestand darauf, dass wir in Übung bleiben. Daher haben wir uns entschlossen, eine ganz spezielle Show anzubieten. Alles für die Fans, weißt du? Ja. Gott segne sie. Alles für die Fans, das ist, ne, das... Die Möpse. Was soll das eigentlich heißen? Bis Gras über die Sache gewachsen ist. Ja, das wollte ich wissen. Oh, es gab da so einen kleinen, unerfreulichen Zwischenfall vor etwa einem Monat bei einem Wohltätigkeitskonzert in einem Hochsicherheitsgefängnis für Frauen. Wir versuchten, unseren armen Schwestern die Chance zu geben, ihre Sorgen eine Zeit lang zu vergessen. Immer alles für die Fans, weißt du? Erstens das. Und außerdem meinte unser Manager, es sei eine billige Möglichkeit, unser neues Video fürs Kabelfernsehen zu drehen. Eingesperrtes Feuer, die Möpse hinter Gittern. Why don't you? Wer erzählt denn jetzt hier die Geschichte, du oder ich? Auf jeden Fall hatten wir an diesem Tag ein paar Probleme, in unsere Radlerhosen zu kommen. Weißt du, Mama hatte im Tourbus wieder bei der Buttercremetorte zugeschlagen. Why don't you? Sei ruhig. Also, die Show musste ja irgendwie weitergehen. Also ließen wir uns von einem Roadie mit Silikongleitmittel einsprühen. Und wir flutschten nur so rein. Das ist eine interessante Vorstellung. Ja, ja. Tja, nur wussten wir natürlich nicht, dass die warmen Bühnenscheinwerfer eine chemische Reaktion zwischen den Radlerhosen und dem Silikongleitmittel auslösen würden. Wow, das war vielleicht was. Es hat einen größeren Aufruhr gegeben. Oh ja. Was ist passiert? Ich kann mich nur noch verschwommen erinnern. Sagen wir mal, egal wo wir danach hingingen, wurden wir von Paparazzi belagert. Man lauerte uns richtig auf. Und nachdem die das Videoband dann bei Nashville-Geschichten gesendet hatten, mussten wir für eine Weile untertauchen. Tja, und hier sind wir also. Nur sonnenbaden und relaxen. Das ist auf jeden Fall eine amtliche Geschichte. Also ich wäre gern dabei gewesen, muss ich sagen. Aber das war mir vergönnt. Aber apropos Gleitmittel und Silikon. Irgendwas haben wir, glaube ich, da auch schon im Inventar, wenn ich mich da richtig erinnere. Habt ihr irgendwelche Aufnahmen, die ich mir anhören könnte? Also, ich würde dir ja gerne ein handsigniertes Exemplar unserer letzten CD geben. Aber wir sind so überstürzt zu dieser Kreuzfahrt aufgebrochen, dass wir uns nur schnell ein paar dünne Seitenfetzchen aus dem Bus schnappen konnten. Oh, ist schon in Ordnung. Ich höre mir sowieso viel lieber die unübertroffene Klangtreue von 8-Spur-Kassetten an. Du bist aber wirklich ein komischer kleiner Kerl. Ja, das ist... Warum tragt ihr dann Radlerhosen, wenn es so viel Ärger deswegen gegeben hat? Für die Fans! Das ist doch wohl klar! Ja, alles für die Fans. Alles für die Fans. Und natürlich, weil die leicht einschnürende Wirkung verhindert, dass ich Mama extra breite Kleidergrößen kaufen muss. Weil Donscha das genügt. Okay. Ich will noch mal grapschen. Okay.
Na, das ist natürlich andere, wir haben ja hier noch... Okay, gehen wir. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal. War nett, mit euch zu plaudern. Verpasst bloß nicht unsere Show in der Lounge heute Abend. Wie könnte ich dich und lass dich mal wieder blicken, hörst du? Okay. So, können wir mitblubbern? Eine Durchsage. Don hat den Skeptikerpreis gewonnen, weigert sich aber, das zu glauben. Okay. So, jetzt will ich aber hier mal, ich will mitbaden. Don't understand, blubbern? Kennt er auch nicht, okay. Einsteigen vielleicht? Das bringt dich keinen Schritt weiter. Okay. Na gut, dann müssen wir wahrscheinlich die beiden Ladies erstmal hier verlassen. Kommen wir hier wieder rum? Ne, irgendwie glaube ich, kommen wir nicht wieder raus. Und da kämen wir zurück. Na, Möpse, das war sehr schön mit euch. Das kommen wir hier wieder raus. Und wo kommen wir denn da hin? Ja. Ach ja, richtig. Das ist der Purser. So, dann gehen wir nochmal mit. Oh, ich dachte schon wieder gerade, wir hätten. Da wäre ein... Ach, da oben sind wir jetzt. Okay. Können wir denn hier... Komm, wir gehen über die Karte. Das ist das Sicherste. Wir sind jetzt... Moment. Das ist die Bowlingmeisterschaft. Ach, da war mir noch was eingefallen. Ganz kurz mal gucken. Warte, da war mir irgendwas noch eingefallen. Ach, ja, genau. Peggy. Moment. Wo war Peggy nochmal? Oh. Da können wir es erstmal hier ansehen. Auf einem kleinen Schild steht, nur im Brandfall öffnen. Achtung, löst Alarm aus. Öffnen. Kein Alarm zu hören. Da denke ich doch voller Trauer an all die Male, wo ich mich nicht ins Kino eingeschlichen habe, weil diese Warnung auch auf der Hintertür stand. Mhm. Kann man das... Ist ein Wasserschlauch. Sehr nützlich, wenn man ein Feuer löschen will. Wir wollen Feuer löschen. Wir entfachen Feuer, wir löschen Feuer. Können wir das wieder schließen? Weil ich will es ja schon wieder zumachen. Soll ja nicht auffallen, ne? Okay, dann war es wahrscheinlich die alte Rechtschreibreform, ne? Schließen. Du bist ja so rücksichtsvoll. Ja, ich weiß, Baby, ich weiß. Was haben wir hier, ein Rad? Dieses Rad hat bestimmt eine Funktion. Ich weiß bloß nicht, welche. Dann probieren wir es aus. Aua! Wie aua? Aua! Was haben wir hier? Dieses Ding erinnert mich an Bonn. Okay, ich gebe das Raten auf. Warum erinnert dich diese Belüftung an Bonn? Hast du dir mal das Beschreibungsfenster dazu angesehen? Welches ist das Beschreibungsfenster? Bonn? Gut, Bonn, für die, die es nicht mehr wissen, Bonn war früher mal Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland. Okay, das macht er nicht. Okay. Ja, dann gehen wir erstmal weiter. Peggy. Gute Peggy, wir wollen einmal ganz kurz mit dir reden. Wir haben da irgendwas von Fotos gehört. Na komm, hier, geh mal dahin. Also, man muss sagen, die Frau hat echt, das ist, ne? Peggy, Schatz, pass mal auf. Da bin ich wieder, Miss Peggy. Hallo, Arsch. So, pass mal auf. Fotos. Irgendwer hat was von Fotos gesagt. Dazu habe ich nichts zu sagen. Und jetzt schieb ab, Arsch nicht. Es sei denn, du hast Zeit für ein Qualitätsnöten in meiner Privatkoje. Privat? Nee, wir gehen dann jetzt mal. Was passiert, wenn die... Moment, wir machen mal... Andere, was will ich mit küssen? Ich will Peggy jetzt küssen. Ich habe ja schon gesagt, ich bin verliebt in Peggy und mal gucken, was dann passiert. Ich weiß nichts über deinen Scheiß. Aber eins weiß ich. Deine Mutter war eine drogensüchtige, schlutschende, ripperverseuchte Straßenhure. Wir sehen uns später, Miss Peggy. War mir ein verfluchtes Vergnügen, okay, du Schreck. Nachdem wir jetzt wissen, was Larrys Mutter so gemacht hat, gucken wir nochmal auf die Karte. So, was ist das? Genau, okay, was haben wir hier? Da haben wir nichts. Liebesmeister 2000. Okay, mal gucken, ob da noch was... 7? Ne, da rieche ich leider auch nichts.
ein paar Sachen, die aktiv sind. Was haben wir hier? Das ist auf jeden Fall, das ist... Lovemeister 2000. Guck mal ganz kurz. Hier musst du was reinstecken. Ich muss da was reinstecken? Deine Punktekarte von Thais großem Liebhaberpreis. Okay. Manchmal meine ich, etwas in den Zufallsmustern dieser Lavalampe zu erkennen. Ich aber auch, liebe Leute. Falsch, Larry. Das siehst du nur in deiner schmutzigen Fantasie. Das erklärt einiges. Was haben wir hier? Diese Kabine ist besetzt. Und das offenkundig recht erfolgreich. Na, 130 und bitte? Was zur Hölle geht da drinnen vor? Sex mit einer Meerjungfrau. Achtung, bitte. Eine Durchsage. Okay. Brian hat das Pullermann-Angeln gewonnen. Er zog einen 103 Pfund schweren Seehecht nur mit seinem Pullermann an Bord. Das ist ja... Yeah, baby! Yeah, baby! Okay, dann... Gut, dann werden wir uns mal an den Liebesmeister begeben, liebe Leute. Das 800 sehe ich hier. Der Mann ist auf jeden Fall, ne, oder Frau oder wie auch immer, 100, 200 ist... Allerdings in der nächsten Folge. Ich sage es erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und verbleibe, wie gehabt, in diesem Sinne... Ab in die Rinne und sind ja auf jeden Fall. Also hier glaube ich, ne, das ist ganz schrecklich, liebe Leute. Das ist moralisch und ethisch ganz schrecklich.